Die Aufwartung. Herr Bibliothekarius? Hör er mit der Packerei auf, er macht mich nervös. Geh er zur Hofkammer und gib er den Brief da ab. Zur Expedition nach Amsterdam. Der Herr Bibliothekarius wollen die Bücher also doch bestellen? Die Bibliotheca Augusta ist die größte in Europa. Da darf nicht gespart werden. Die durchlauchtigsten Herzöge von Braunschweig und Wolfenbüttel leiden es nicht. Und so muss ich diesen Unsinn des Mr. Juden hier einstellen, auch wenn ihn niemand liest. Erlauben, der Herr Bibliothekarius? Der herzogliche hannoversche Hofrat Leibniz liest derlei. Er soll sich sogar mit Newton gestritten haben. Was versteht er schon davon? Aber der Herr Bibliothekarius wissen doch, dass der Herr Hofrat als Begleiter seines Herzogs in Braunschweig war. Jürgen, sein Wissen ist nicht neu, dass die durchlauchtigsten Herzöge in Braunschweig ihren fürstlichen Vetter aus Hannover empfangen haben, weiß jedes Kind. Und der Herr Bibliothekarius wissen auch, dass Herzog Rudolf August dem Herrn Hofrat seine berühmte Büchersammlung gezeigt hat. Schweigen wir davon. Unser Herzog sollte seine Sammlung hierher nach Wolfenbüttel bringen, in die Bibliothek seines hochseligen Vaters, in die größte, weit und breit. Nun, groß genug ist sie ja wohl. Da kommt es auf die Sammlung in Braunschweig kaum an. Jürgens, bleib ja bei seiner Schreiberei. Von Büchern versteht er nichts. Der Herzog hat in Braunschweig auch eine große Sammlung von Büchern aus der Reformationszeit. Und dass der Hofrat Leibniz sich dafür interessiert, verstehe ich wohl. Aber er könnte diese Bücher auch hier in Wolfenbüttel ansehen. Da soll mir stets willkommen sein, der Philosoph. Und Bibliothekar. Wie meint er? Nun, der Herzog hat in Braunschweig seine Bücher vielleicht nicht dem Philosophen Leibniz gezeigt, sondern dem Bibliothekar. Versteht der Herr Bibliothekarius? Nein, das ist nicht zu verstehen. In Wolfenbüttel geht das Gerücht, der Herzog habe in Braunschweig zusammen mit seinem durchlauchtigsten Bruder, mit Herrn Hofrat Leibniz, über das Direktorat der herzoglichen Bibliothek gesprochen. Bibliothek? In Braunschweig? Nicht in Braunschweig. Dort gibt es nur eine Sammlung von Büchern. Die herzogliche Bibliothek ist hier, in Wolfenbüttel. Und er meint, der Leibniz soll hier Direktor werden? So geht das Gerücht. In meiner Bibliothek? Mit Verlaub, Herr Bibliothekarius, in der Bibliothek der Herzöge. Jürgens, red er gerade heraus. Was weiß er? Nicht viel, was man so hört. Der Herr Hofrat, so hört man, sei gerade in Hildesheim und werde in diesen Tagen von dort abgeholt. Er wird bei dem Herrn Hofkämmerer wohnen. Und Direktor meiner Bibliothek werden? Ja, so heißt es. Aber der Leibniz ist doch Hofrat in Hannover. Schon, Herr Bibliothekarius, aber doch ein Hofrat eigener Art. Man lässt ihn reisen und auch sonst viel freier Hand. Über 2,5 Jahre war er unlängst in der Welt unterwegs. In Wien, Prag, Rom, Neapel, Venedig. Da wird man ihn auch von Hannover nach Wolfenbüttel reisen lassen. Und er schreibt doch zurzeit eine Geschichte des Welfenhauses. Ja, wo findet er dazu die meisten Bücher? In Hannover etwa? Nein, hier. Wenn er für seine Arbeit unsere Bücher benötigt, werde ich mich glücklich schätzen, ihm zur Hand zu gehen. Er soll hier jede Erleichterung finden. Das wird den Herrn Hofrat freuen. Oder auch die Herzöge. Denn sie schätzen den Leibniz sehr. Vor allem des Herzogs Bruder, Herr Anton Ulrich, soll ihn verehren. Vielleicht meinen die Herzöge auch, es diene dem Ruhm ihrer Bibliothek, wenn der Herr Hofrat ihr Direktor wird. Hey, Lauterbach! Ach, du bist Jürgers. Kommst du jetzt erst aus der Bibliothek? Ja. Und deshalb wollte ich dich was fragen. Kennst du den Leibniz? Den Mathematiker meinst du? Der die Rechenmaschine erfunden hat. Was ist mit dem? Der soll nach Wolfenbüttel kommen und Bibliothekar werden. Ach was? Frag doch deinen Bruder. Was hat der damit zu tun? Nun, dein Bruder ist Professor an der Ritterakademie. Ein berühmter Festungsbaumeister. Verkehrt bei Hofe. Der muss doch davon wissen. Wenn du meinst, ich kann ihn fragen. Aber besser, du kommst selber mit. Nein, Lauterbach, das geht nicht. Unangemeldet und in dem Anzug. Ein kleiner Schreiber und dann dein Bruder und seine Frau. Nein, nein. Meinetwegen, wenn du meinst. Aber was interessiert's dich? Ist das so schwer zu verstehen? Ich will doch auch was werden. Und sitz da bei dem alten Hans in diesem Bücherwurm. Meinst du, sein Zeugnis könnte mir weiterhelfen? Das wohl kaum. Ja, siehst du es. Aber eine Empfehlung von Leibniz, das wäre was.
Ich weiß nicht viel von ihm. Ein Philosoph ist er und Historiker. Ich weiß nur, dass er Mathematiker ist. Ja, das auch. Er ist berühmt. Die ganze Welt kennt ihn. Bei ihm kann ich viel lernen. Auch wenn mir der Hansen schon ein bisschen leid tut. Ja, warum? Die Bibliotheca Augusta wird eine Leibniz-Bibliothek. Und nie und nimmer eine Hansen-Bibliothek. Ja, siehst du, und das weiß der alte Hansen. Die Perspektive, Hans. Auf die Perspektive kommt es an. Man muss das Schloss immer vor Augen haben, wo man sich auch im Park befindet. Das Schloss ist das Zentrum, nicht die Natur. Du hast leicht reden, Bruder. Ich habe auch lernen müssen, so wie du jetzt. Und du kannst hier mehr lernen als ich damals. Wolfenbüttel blüht auf, seit Herzog Anton Ulrich Mitregent ist. Der Herzog will, so heißt es, den Hofrat Leibniz nach Wolfenbüttel holen. Sieh an, woher weißt du das? Von Jürgas, dem Schreiber in der Bibliothek. Es hat seine Richtigkeit. Man verhandelt mit Leibniz. Dieser Tage kommt er hierher. Wer ist dieser Leibniz? Der Erfinder der Rechenmaschine, Frau Schwägerin. Eine, was für eine Maschine? Eine Rechenmaschine. Sie rechnet dir aus, was es kostet, wenn du außer deinem Schwager noch drei weitere junge Männer in Logis nimmst. Die Maschine rechnet das aus? Gewiss. Den Tag zu 15 Heller, die Woche zu 7 Tagen mal 3, nun? 315. Sagt die Maschine. Eine Maschine? Das klingt ja unheimlich. Das ist nicht unheimlich, das ist großartig. Ist es auch. Gottfried Wilhelm Leibniz ist der größte Philosoph und Denker unserer Zeit. Ist er auch Philosoph? Das auch, ja. Studiert hat er, glaube ich, Juristerei und Philosophie. In Mainz an des Kurfürstenhof und in Hannover am Hof des Herzogs ist er als Jurist tätig, Justizrat. Aber er schreibt auch politische und theologische Schriften. Und für uns Baumeister und Geometer ist er in erster Linie Mathematiker und Physiker. Seine Differentialrechnung zum Beispiel. Du kannst keinen Gartenplan zeichnen, ohne zu vermessen. Und du kannst nichts bauen, ohne zu rechnen. Früher haben die Leute auch ohne Rechenmaschine gebaut und ohne die Differentialrechnung. Aber ich verstehe dich schon. Ist der Mann nicht doch unheimlich? Für uns, die wir dümmer sind, vielleicht. Ich finde es aber viel unheimlicher, dass sich die Wissenschaftler untereinander nicht mehr verstehen. Leibniz bemüht sich darum, eine Logik zu entwickeln, die alles zusammenhält. Verstehe ich nicht. Nun, das ist doch ganz einfach. Was logisch ist, muss jeder verstehen, der logisch denken kann. Wenn aber für die Theologie und die Historie eine andere Logik gilt als für die Mathematik und die Philosophie, dann herrschen Willkür, Missverständnis und die Kultur geht zugrunde. So aber... So aber was? Nun, solche Menschen wie der Hofrat bemühen sich um die Harmonie, um den Ausgleich. Darum, dass unser naturwissenschaftliches und unser religiöses Bewusstsein sich nicht widersprechen. Nur so kommt es zu einem Fortschritt. Fortschritt, Wissenschaft... Sei doch ehrlich, das sind Worte. Ihr in eurer Ritterakademie spielt damit. Aber Bibliothekarius, beruhigt euch doch. Es ist des Herzogs Wille. Was wollt ihr da machen? Darum wollte ich euch bitten, Pastor Lüders, aller Devotest, ihr könntet doch mit dem Herrn herzoglichen Kämmerer reden. Und der Herr Kämmerer... Der Herr Kämmerer wird den Hofrat Leibniz bei sich zu Gast sehen und sich freuen über die Ehre, dass er den Favoriten des Herzogs bei sich empfangen darf. Favoriten, Favoriten. Und ich werde in die Ecke gestoßen. Habe ich seiner Durchlaucht nicht getreulich gedient? Ja, das habt ihr und das werdet ihr auch sicher weiterhin. Aber das müsst ihr doch verstehen. Der Herzog hat eine der berühmtesten Bibliotheken und nun will er auch einen berühmten Direktor haben. Berühmt, berühmt. Lässt sich ja der durchlauchtigste Herzog nicht blenden. In unserer Bibliothek finden sich nicht viele Schriften von Herrn Leibniz. Ihr werdet doch nicht am Ruhm des Herrn Leibniz zweifeln. Ihr denkt vielleicht, was will der kleine Bücherwurm? Aber so viel wissen wir Bücherwürmer doch, was nicht in den Büchern steht, das braucht man nicht zu wissen. Das ist unwichtig und wird vergessen. Und von Herrn Leibniz... steht nur wenig in den Büchern. Bibliothekarius, ihr macht mich lachen. Ist Luther vergessen? Nein. Hat er Bücher geschrieben? Nicht viel. Gepredigt hat er. Sendschreiben verfasst. Flugschriften. Besser eine kluge Flugschrift zur rechten Zeit als ein dicker Foliant. Ihr wollt mich nicht verstehen. Dieser Leibniz mag klug und gewandt sein. Ein
Hofmann, der das Parlieren versteht. Das braucht man jedoch nicht in der Bibliothek. Nein, das nicht, aber dafür hat der Herzog ja euch. Fürs Bücher kaufen, katalogisieren, exzeptieren. Aber versteht ihr denn nicht, Herr Pastor? Es ist doch meine Bibliothek. Es ist doch meine Bibliothek, sagt er. Denkt euch, Herr Hofkämmerer, so weit treibt ihn die Furcht. Das wäre schön, wenn dieser verschrobene Bibliothekar schon was zu befürchten hätte. Gewiss, Leibniz trifft morgen ein. Aber wir müssen noch verhandeln. Der Herzog in Hannover erlaubt ihm wohl, dass er hier ein weiteres Amt übernimmt. Und Leibniz denkt, dass er in der Bibliothek Wichtiges für seine Geschichte des Welfenhauses findet. Aber er scheut auch die Verantwortung für ein neues Amt. Und unser gnädiger Herr Herzog? Die Durchlaucht lässt den Herrn Bruder und Mitregent gewähren. Die Durchlaucht könnte wohl auch ohne die Bibliothek leben. Aber ihr Bruder, der Herzog Anton Ulrich, der könnte das nicht. Er weiß, was er an der Bibliothek hat und was zu tun ist, um Wolfenbüttel weit in der Welt berühmt zu machen. Auch ohne ein großes Land, ohne Mätressen, ohne Armee. Aber mit Leibniz. Mit Leibniz, ja. Haltet ihr, mein Freund, des Herzogs Willen für falsch? Nicht, mein lieber Herr Hofkämmerer. Wenn ich ehrlich bin, so verstehe ich nicht viel von Wissenschaft. Aber das habe ich von Leibniz als Maxime übernommen, dass das begründende Prinzip nicht von der Art des Begründeten sein kann. Oh Gott, steh mir bei, Pastor und Freund, was mutet ihr mir zu? Ihr wisst, dass ich in Helmstedt an der Universität nur trockenen Aktenstaub geschluckt habe. Wenn unser durchlauchtigster Mitregent aus seinen Dichtungen vorliest, wird mir schon ganz anders. Und jetzt... Jetzt kommt ihr mir so. Und doch kennt ihr den Leibniz? Und er soll bei euch wohnen? Ja, ich kenne ihn und er wird bei mir wohnen. Aber philosophieren werde ich nicht mit ihm. Nein, da bleibe ich lieber bei meinen Akten und Steuern und bei des Herzogs viel zu geringen Einnahmen. Und Leibniz wird das respektieren? Gewiss. Wir unterhalten uns als Juristen. Nicht über euer begründendes Prinzip. Das stammt nicht von mir, das stammt von Leibniz. Und er sagt ganz einfach, dass Gott nicht der Anfang einer Ursachenkette ist, sondern der außerhalb der Reihe liegende Grund eben dieser Kette. Und? Und das versöhnt die Wissenschaft, die allenthalben entsteht, mit der Theologie. Wir müssen Gott nicht als physikalisches Prinzip nachweisen, wie manche meiner irregeleiteten Amtsbrüder versucht haben. Ach. Nur um der neuen Mode zu frönen. Nein, um der Ahnung willen, dass die Wissenschaft nun, dass sie das menschliche Leben ganz verändern wird. Ach, ihr dürft mir nicht böse sein. Ich glaube an den Menschen. An seine Habgier, seinen Ehrgeiz, seinen Neid und seine Liebe. Und an seine Fähigkeit, immer wieder praktische Wege zu finden. Der Mensch bleibt Mensch, gewiss. Sündig und erlöst. Aber er treibt auch Wissenschaft und das bedeutet Fortschritt. Und Leibniz? Nun, ich sagte ja schon, mit meiner Wissenschaft ist es nicht weit her. Fragt ihn selbst, er wird euch sagen, dass er nicht lauter einzelne Fortschritte will, sondern den Fortschritt insgesamt. Aber er wird es euch besser sagen als ich. Er wird euch sagen, dass im Sinne ihrer Mannigfaltigkeit dies die beste aller Welten ist. Freilich nicht für den Bibliothekarius Hansen. Ach, der... Der glaubt an Bücher und meint, Gedächtnis sei Erfahrung. Trockener Pedant. Seine durchlauchte Mitregent hassen ihn. Doch wird ihm nichts passieren. Leibniz wird Direktor, nicht Bibliothekar. Also wird Hansen nicht Direktor. Oh, das könnte nicht gut angehen. Herzog Anton Ulrich webt an seinem Nachruhm. Dazu bedarf's anderer Weggenossen als den Hansen. Und als der Müllers. Und der Lüders. Der Herr Bibliothekarius sind wieder gesund? Frag ihn nicht so dumm. Er sieht es doch. Und glotzt er mich nicht so an? Ich glotze nicht, mit Verlaub. Ich bedauere nur, dass der Herr Bibliothekarius krank war und als in der vergangenen Woche der Herr Hofrat unsere Bibliotheker inspiziert hat. Also ist es soweit. Inspiziert. Inspiziert und... Und?
Der Herr Hofrat war begeistert. Und er bleibt? Er bleibt als Direktor, doch ohne Titel. Er bleibt, weil die Bibliotheker so absonderlich schön sei, wie der Herr Hofrat sich auszudrücken beliebte. Und er und ich? Wir bleiben, was wir sind. Bibliothekarius und Schreiber. Für ihn ändert sich nichts. Für mich schon. Mir nimmt man meine Arbeit, nimmt sie, um meines Mannes willen, der... Das geht ihn nichts an. Mit Verlaub, Herr Bibliothekarius, an Herrn Hofrat Leibniz gibt es nichts zu kritisieren. Doch. Schau er nur in sein Bibliotheksregister. Findet er da einen Leibniz? Nein. Warum ist Leibniz berühmt? Warum holt ihn der durchlauchtigste Mitregent hierher? Warum nimmt man nicht mich? Warum braucht eine berühmte Bibliotheka einen berühmten Direktor? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Welt geht aus den Fugen. Delikat, Frau Professor. Ganz ausgezeichnet. Noch von Weihnachten. Ein Beweis, dass ein gütiger Gott es uns gut gehen lässt. Jedenfalls in Wolfenbüttel, wo es sichtbar aufwärts geht. Habt ihr von den großen Plänen des Mitregenten gehört? In Salzdahlum ein Schloss und für die Bibliothek ein neues Gebäude. Das Schloss, nun ja, es obliegt einem Pastor nicht, seinen Fürsten zu tadeln. Die Bibliothek wird noch eine Zeit brauchen, immerhin mit Leibniz als Direktor. Da muss der Herzog schon aufwarten. Er ist also Direktor geworden? Ja, er ist es. Gestern, den 14. Jänner, Anno Domini 1691 ernannt. Seine Durchlaucht, Herzog Anton Ulrich, strahlten und der Regent selbst zeigten sich auch interessiert. Ich habe Herrn Hofrat Leibniz gesehen, als er vom Schloss in das Haus des Hofkämmerers ging. Aber warum redet alle Welt von diesem Mann? Nun, ich könnte antworten, Frau Professor, alle Welt redet von ihm, weil er mit aller Welt korrespondiert. Das heißt aber, es soll kaum Bücher von ihm geben. Das, mein junger Freund, kann in Wolfenbüttel nur jemand sagen, der aus der Bibliothek Augusta kommt und so... Kann ich mir denken, woher ihr euer Wissen habt. Stimmt es denn nicht? Leibniz ist kein Vielschreiber, der sich mit unendlichen Einzelheiten wichtig macht. Er will, so habe ich das gestern zu verstehen gemeint, die ungeheure Fülle des Wissens in einen inneren Zusammenhang bringen. Darum korrespondiert er mit aller Welt, mit Mathematikern, Physikern, Bischöfen, Theologieprofessoren, Historikern, Juristen. So, wie es an unserer Ritterakademie sein sollte. Sein sollte, ihr sagt es, Professor. Leibniz schwebt eine Akademie der Wissenschaft vor, in der alle Wissenschaften vereinigt sind. Hier in Wolfenbüttel? Nein. Unser durchlauchtigster Mitregent kann seinen herzoglichen Hof den Musen öffnen, aber er kann keine Wunder bewirken. Eine solche Akademie wäre nur in Wien, zur Not in Berlin, denkbar. Wolfenbüttel gibt sich mit seiner Bibliothek zufrieden. Sie zieht immerhin viele Besucher an. Und es wären noch mehr, wenn Leibniz als ihr Leiter gilt und man das überall weiß. Ich verstehe das nicht. Da ist einer berühmt, die Herzöge holen ihn. Er zieht Besucher aus aller Welt an, aber ich frage mich, was ist mit ihm? Er hat keine Bücher geschrieben, keine Kirchen gebaut und kein Schloss. Er hat auch keine Erfindung gemacht, die irgendjemandem etwas nutzt. Herr Pastor, ich weiß nicht. Kann der herzogliche Hof nicht auch auf einen Scharlatan hereingefallen sein? Meine Schwägerin meint, Herr Pastor, dass doch nicht ein Mensch alles wissen kann. Auch Leibniz wird irren und Fehler machen. Mein Weib stört wohl mehr, dass man die Wissenschaft des Herrn Leibniz nicht recht greifen kann. So gilt das für alle Wissenschaften. Wenn es Mathematiker möglich machen, dass wir die Entfernung zu den Sternen genau berechnen können, dann lässt sich das nicht greifen. Aber man kann mit diesem Wissen Instrumente entwickeln, die es einem Schiffsführer erlauben, sein Schiff sicher über den Ozean zu steuern. Das braucht ihr einem Schüler der Geometrie nicht zu sagen, Herr Pastor. Dass Leibniz die Differentialrechnung ermöglicht hat und dass er die Zeichen für das Integral festgesetzt hat, das macht ihn berühmt, auch wenn er kein dickes Buch darüber geschrieben hat. Aber? Sagt, was ihr denkt. Ihr sagt, Leibniz korrespondiert mit aller Welt. Er treibt Wissenschaft im Zwiegespräch. Er treibt eine Wissenschaft, die andere nicht mehr begreifen. Ich verstehe euch nicht. Das ist doch immer so. Wenn ein großer Maler ein Bild malt, dann stehen wir davor und bewundern es, wissen aber genau, dass wir das nie könnten. Wir begreifen also auch nicht, was das ist, malen. Das wird meinem Bruder nicht gefallen. Er redet von Wissenschaft, nicht von Kunst. Kunst kann man bewundern. Wissenschaft geht auf Regeln zurück, die jeder erlernen kann. Ein logisches Prinzip muss für jedermann logisch sein. So wie eine mathematische Aufgabe immer nach den gleichen Regeln gelöst werden muss. Die Regeln entwickeln sich aber weiter. Schon.
Aber dann treten die neuen Regeln an die Stelle der alten. Ein Geometer lernt das. Ihr ärgert euch, dass Leibniz eine Wissenschaft betreibt, die nicht jedermann begreift. Lehnt euch da nicht gegen Gott gewollte Unterschiede auf? Herr Pastor, ich habe nur Angst vor einer Berühmtheit, die kaum jemand begreift. Es begreifen die, die seine Gedanken begreifen. Ja, und die, die sie nicht begreifen, Herr Pastor, denen kann es Angst machen. Dann wird Wissenschaft zur Hexerei. Und sie sollte eigentlich das Gegenteil sein. Ganz Unrecht hat mein Bruder nicht, Herr Pastor. Sicher nicht, aber wir reden über Leibniz, der ja gerade überwinden will, dass jede Wissenschaft für sich lebt. Gefährlich ist doch nicht die Wissenschaft. Gefährlich ist doch nur, dass die Wissenschaften auseinanderstreben. Wissenschaft an sich ist Kultur und Fortschritt. Das hätte ich als Baumeister und Geometer sagen müssen. Aber ihr, Herr Pastor? Ich weiß auch, dass es keinen Stillstand gibt, obwohl ich nicht alles begreife. Mit Verlaub, Herr Pastor, ihr bewundert Leibniz also, ohne ihn zu begreifen? Ihr habt recht, Frau Professor. Ich begreife das Wenigste von dem, was Leibniz denkt und sagt. Aber ich begreife, dass er sich um eine Einheit bemüht, um eine Harmonie, die uns weiterbringen soll. Während ein Auseinandergehen der Wissenschaften, ein Auseinanderfallen und damit ein Zerfall der Kultur wäre. Darum bin ich für Leibniz und sein Denken. Auf die Harmonie also. Ja, die Harmonie also. Die Zeitgenossen von Leibniz konnten sich das nicht recht vorstellen. Sie haben ihn sicher nicht richtig eingeschätzt, konnten es gar nicht. Wir wissen heute, dass er doch mit einer unerbittlichen Klarheit zwei Dinge ganz präzise vorausgesehen hat. Das eine, dass aller Fortschritt, der sich in den letzten knapp 300 Jahren vollzogen hat, verursacht worden ist durch Wissenschaft, im Guten wie im Bösen. Ohne die immer stärkere Fähigkeit der Wissenschaft, Dinge zu messen, zu erkennen, sie in einen inneren Zusammenhang zu bringen, hätte es auch nicht die Fähigkeit gegeben, so vieles weiterzuentwickeln, so stark in die Natur einzugreifen, so stark auch das menschliche Leben zu beeinflussen, zu ordnen. Alles, wie gesagt, immer im Guten wie im Bösen. Leibniz hat das zumindest erahnt. Er war der letzte Universalwissenschaftler, der in einigen Wissenschaften ein großer Fachmann war, aber die anderen einigermaßen übersehen hat, so weit übersehen hat, dass sich ihm das alles noch zu einem Bild zusammengefügt hat und dass er eben auch dieses Bild interpretieren konnte. Interpretieren in die Richtung, und das ist das Zweite, welche Gefahren nämlich entstehen, wenn die einzelnen Wissenschaften, was sie ja seither getan haben, immer mehr auseinanderfallen. Das zentrale Ereignis und damit zugleich das zentrale Problem der Wissenschaftsentwicklung dieser Zeit seit Leibniz ist eben das Auseinanderfallen der Wissenschaften, ist die Tatsache, dass alle Wissenschaften sich ihrer Spezialsprache bedienen, ihrer eigenen Methoden, dass die eine Wissenschaft nicht sich mehr kritisch mit der anderen Wissenschaft auseinandersetzen kann und dass die Fachleute jeweils in einem kleinen Vorgärtchen, wie das einmal genannt worden ist, für sich sind und dort unkontrolliert von anderen ihre Dinge weitertreiben, ohne dass immer deutlich wird, wozu das gut ist und ohne dass rechtzeitig die gesellschaftlichen Kontrollmechanismen, auch die politischen Kontrollmechanismen, einsetzen. Leibniz hat, wie wir gehört haben und wissen, zwei Vorschläge gemacht, um dem entgegenzutreten. Der eine war organisatorischer Art. Er hatte große Hoffnungen in die Akademie der Wissenschaften gesetzt. Solche Akademien sind dann nach seinen Vorschlägen auch gegründet worden, aber sie haben das nicht bewirken können. Es gibt keinen sinnvollen Weg, ein Stück Wissenschaft, einige Wissenschaftler herauszunehmen, in einer Akademie zu vereinigen, sie dort miteinander reden zu lassen. Das hat aufs Ganze wenig Sinn. Es wirkt nicht auf die Universitäten, auf die Forschungseinrichtungen zurück. Und sein anderer Vorschlag war eben der, eine Wissenschaftslehre zu begründen, über die Philosophie die Einheit der Wissenschaft zu gewährleisten. Wir wissen heute auch, dass dieser Vorschlag nicht zu verwirklichen war und können heute zwar nicht sagen, Leibniz ist gescheitert, das wäre ganz unsinnig. Wir können nur eigentlich im Nachhinein bedauern, dass man sich in diese Richtung nicht mehr Gedanken gemacht hat, sich nicht mehr angestrengt hat. Ein drittes, was Leibniz noch nicht so gesehen hat, nicht sehen konnte vielleicht, weil er selbst ein zu großer Wissenschaftler war,
ist, und das müssen wir heute hinzufügen, die fatale Entfremdung der Wissenschaft von der übrigen Bevölkerung, von der Gesellschaft. Dieses sich hineinsteigern in den eigenen Berufs- und Gesprächskreis, das mangelnde Verständnis dafür, dass andere Leute gar nicht verstehen können, was in den Spezialwissenschaften vor sich geht. Und wenn heute eine Idee von Leibniz noch einen Sinn hätte, etwa die Idee der Akademie der Wissenschaften, dann wäre es gerade dies dazu beizutragen, dass Wissenschaft immer wieder gezwungen wird, sich zu popularisieren, sich populär auszudrücken, sich verständlich zu machen, aus diesem Elfenbeinturm auszubrechen, in den gerade die bedeutende Fachwissenschaft immer wieder sich zurückzieht, weil es natürlich leichter ist, in einem kleinen Kreis von Fachkollegen Wissenschaft zu betreiben. Das alles muss man heute wohl bedenken, wenn man sich noch einmal vergegenwärtigt, welche große Bedeutung Leibniz zu seiner Zeit und für die künftige Entwicklung gehabt hat.